Herzlich willkommen zur heutigen Gute-Nacht-Geschichte. Diese heißt Als Uri Bert zum Waldfest flog. Im Kirchturm wohnte das Uhrenmännlein Uri Bert, das die große Kirchturmuhr überwachte. Weil die Uhr schon sehr alt war, musste das Männlein dem Zeiger jede Stunde einen Schubs geben und sie ging wieder richtig. Eines Abends kam Eulalia, die Eule aus dem Dorfwald, angeflattert. »Kommt somit mit unserem Fest, so ein wichtiger Mann wie du darf nicht fehlen.« »Unmöglich«, bedauerte das Uhrenmännlein, »ich muss doch den Zeiger alle Stunden anschubsen.« Eulalia beruhigte ihn. »Ich werde dich rechtzeitig heimbringen.« So setzte sich Uri Bert auf die Eule und beide flogen zum Dorfwald. Da war was los. Die Froschkapelle spielte, der Vogelchor sang, der Regenwurm tanzte mit dem Schmetterling und der Igel mit dem Häschen. Die Blumenelfen schenkten süßen Honigwein aus und der schmeckte dem Uri Bert. Plötzlich wurde er so müde, dass er unter dem Fliegenpilz einschlief. Dort fand ihn die Eule und flog mit ihm in den Kirchturm zurück. Uri Bert war sofort munter, denn er dachte an seine Pflicht und sang, »Jetzt gebe ich Schwips und Schwups dem Zeiger einen Schubs.« Und am anderen Morgen kamen alle Kinder eine Stunde zu spät in die Schule, weil Uri Bert 2 volle Stunden unterm Fliegenpilz geschlafen hatte. Aber der Lehrer hat nichts bemerkt. Seine Taschenuhr war nämlich auch nach der Kirchenuhr eingestellt. Und damit ist die Zeit für uns heute abgelaufen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht.